Willkommen zu Metzingen 24 Fokus im Rückblick. Ich bin Dunja Schenk und ich freue mich, euch die zweite Ausgabe des Magazins präsentieren zu dürfen. Wir starten wieder mit einem kurzen Nachrichtenüberblick und kommen dann ausführlich zu den einzelnen Themen. In der zweiten Planungswerkstatt zum neuen Kombibad wurden erste Planungsbeispiele vorgestellt. Am 26. Mai finden Gemeinderats- sowie Kreistagswahlen in Metzingen statt. Etwa 35 Vertreter von Einzelhändlern, Gastronomen, Vereinen und Schulen trafen sich am runden Tisch zum Thema Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Und Metzingen 24 vor Ort. Wir waren für euch im Eiscafé Sotto Zero, in der Kaffeerösterei und bei Hilde Herbert Mentaltraining und Hypnose. Kommen wir nun zu den einzelnen Themen. Planungswerkstatt Kombibad. Am 30. März wurden den Teilnehmern der zweiten Planungswerkstatt in der Aula des Gymnasiums viele Planungsbeispiele für die verschiedensten Module des neuen Kombibades vorgestellt. Diese wurden bereits von der ersten Planungswerkstatt vor ein paar Wochen skizziert. Nach der Vorstellung teilten sich die etwa 60 Teilnehmer in kleine Gruppen auf. Diese diskutierten dann Fragen wie: Was soll abweichend von den gezeigten Beispielen verändert werden? Auf was kann gänzlich verzichtet werden, um Kosten zu sparen? Und was davon sollte auf keinen Fall zur Kostenreduktion gestrichen werden? Größter gemeinsamer Tenor war: Die Sauna ist ein Muss, und zwar mit separatem Zugang und eigenen Umkleiden. Auch an einer Rutsche soll ebenso wenig gespart werden wie an einem 5-Meter-Sprungturm. Genauso sind Attraktionen wie eine Boulderwand und Massagedüsen gewünscht. Wenn gespart werden muss, dann kann das am effektivsten an der zu schaffenden Wasserfläche geschehen. Denn bei ihr liegen die echten Brocken, die den Endpreis sowie die laufenden Betriebskosten unseres Kombibades künftig beeinflussen werden. Sehr loben möchten wir an dieser Stelle die perfekte Vorbereitung mit Planungsbeispielen durch die Stadt Metzingen sowie das kompetente Auftreten der Fachleute aus Bäderbau und Bäderbetrieb, die wirklich keine Fragen offen ließen. Jetzt sind die Stadt und die Gemeinderäte am Zug. Sie werden in einer Sitzung im Mai über die tatsächliche Ausstattung des neuen Kombibades entscheiden. Mit dem Gepäck haben Sie dann die Empfehlungen der zweiten Planungswerkstatt Kombibad, bei der natürlich auch Metzingen 24 gerne mitgewirkt hat. Im Herbst starten dann die Planungen und die Ausschreibungen. Und wenn alles gut läuft, können wir alle in circa 4 Jahren im neuen Kombibad auf dem Bongertwasen schwimmen, baden und saunieren. Neue Gemeinderäte stellen sich vor. Am 26. Mai 2019 finden die Gemeinderatswahlen sowie die Kreistagswahlen in Metzingen statt. An diesem Tag entscheiden wir Bürger, welche Menschen uns für die nächsten 5 Jahre im Rathaus und im Kreistag vertreten sollen. Inzwischen haben die meisten Parteien ihre Kandidatenliste veröffentlicht. Viele bekannte Namen von aktuellen Räten findet man darauf, aber auch eine Auswahl von neuen Gesichtern, die das erste Mal für den Rat kandidieren. Damit wir Metzinger wissen, wer sich als Kandidat für den Gemeinderat und für die Kreistagswahl aufstellen lässt, bieten wir ab sofort jedem Kandidaten die Möglichkeit, sich bei Metzingen 24 der Öffentlichkeit vorzustellen. Wer von den Kandidaten diese Gelegenheit wahrnehmen möchte, dann darf uns gerne eine E-Mail an redaktion@metzingen24.de schicken. Alles, was wir benötigen, sind ein Foto, ein kurzer Lebenslauf mit Familienstand, Parteizugehörigkeit, die Beweggründe für die Kandidatur und natürlich auch ein paar Worte darüber, wofür Sie oder er sich einsetzen möchte. Wir erstellen aus den überlassenen Informationen einen Post auf Metzingen 24, der einmalig auf unserer Timeline erscheinen wird. Zusätzlich wird dieser bis nach den Wahlen unter dem Reiter Notizen in übersichtlicher Form auf unserer Seite abrufbar sein. Die Idee dabei ist, dass sich so jeder Metzinger über die Kandidaten informieren und per Kommentar direkt Fragen stellen kann. So wird dann hoffentlich jeder bei den Wahlen im Mai die Kreuzchen an der für Sie oder ihn richtigen Stelle machen. Runder Tisch zum Thema Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Etwa 35 Vertreter von Einzelhändlern, Gastronomen, Vereinen und Schulen trafen sich am 27. März im Rathaus in Metzingen. In dieser Runde wurde über die Veränderungen beraten, die den Metzinger Weihnachtsmarkt attraktiver werden lassen sollten. Die Stadt führte aus, dass es seit 2017 einen Rückgang von Anbietern in der Reutlinger Straße und einen Zuwachs beim Weihnachtsdorf auf dem Kelternplatz zu verzeichnen gibt.
Unser Weihnachtsmarkt in der Innenstadt soll schöner und attraktiver werden, wünscht sich Oberbürgermeister Dr. Fiedler. Dem pflichteten alle Anwesenden bei und ließen ihre Ideen dazu nur so sprudeln. Wir brauchen mehr Hütten, damit der Markt weihnachtlicher wirkt. Weg von unschön aussehenden Pavillons, die beim kleinsten Windstoß abheben. Auch eine Verlängerung des Marktes in der Innenstadt auf 3 Tage von Freitag bis Sonntag wurde diskutiert. Mehr Attraktionen für Kinder in Form eines Mitmachzelts auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wurden ebenso angeregt wie längere Öffnungszeiten bis zum Beispiel 22 Uhr. Wichtiger Punkt, und das wird aktuell von der Stadt Metzingen geprüft, ist die Ausschmückung des Marktes mit einer weihnachtlichen Beleuchtung. Hier gehen die Überlegungen in Richtung beleuchtete Bäume oder funkelnde Sterne an den Straßenlaternen. Non-Food-Stände sollen keine Standmiete bezahlen müssen, Verzehrstände hingegen werden mit 10 Euro pro Meter berechnet. Damit der Markt wieder voller wird, sollen sich auch Anbieter von außerhalb anmelden können und dann auch einen Standplatz in Metzingen bekommen. Weiter geht es in einer nächsten Runde, zu der man sich bei der Stadt anmelden kann. Dann werden alle Ideen noch einmal zusammengefasst und auf Machbarkeit geprüft. Wir dürfen gespannt sein, was unsere Einzelhändler und Vereine gemeinsam mit der Stadt bis Weihnachten auf die Beine stellen. Metzingen 24 für euch unterwegs. Vor Ort im Eiscafé Sotto Zero. Vor einigen Wochen haben wir als Dankeschön für unseren Post einen Gutschein über 30 Euro erhalten. Und wir haben euch versprochen, dass wir diesen brüder- und schwesterlich mit euch teilen werden. Vorsichtshalber haben wir den Gutschein auch ein wenig erweitert. Am 22. März haben wir unser Versprechen wahrgemacht. Diese Aktion war ein voller Erfolg. Knapp 60 Kinder haben mit dem geheimen Zauberspruch "Ich bin Fan von Metzingen 24" eine Kugel Eis gratis erhalten. Vor Ort bei der Kaffeerösterei Rudolf in Metzingen. Wer vom Bahnhof aus kommend über die Hindenburgstraße zur Outlet City Metzingen geht, der wird sich auf halber Strecke über den herrlichen Duft frisch gerösteter Kaffeebohnen erst einmal wundern. Ist Metzingen noch bekannt für seine Nobelmodemarken, aber mit Kaffee verbinden es die wenigsten. Dabei gibt es in der Friedrichstraße seit vielen Jahren eine waschechte Kaffeerösterei, in der man unter fast 50 verschiedenen Kaffeesorten auswählen kann. Jede Bohne wird in dem über 5 Jahrzehnte alten Trommelröster schonend geröstet, sodass sich das feinste Aroma entfalten kann. Ein Muss für jeden Kaffeeliebhaber. Metzingen 24 hat die Hosen voll. So titelten wir unseren Post, als wir uns am 28. März vorgenommen hatten, der Metzinger Unternehmerin Hilde Herbert Mentaltraining und Hypnose etwas den Rücken zu stärken. Mentaltraining, Klangschalen, Heilpendel, Numerologie und vieles mehr sind das Alltagsgeschäft von Hilde Herbert. Es geht also um das innere Gleichgewicht. Wir dachten uns, wenn wir schon so etwas Tolles in Metzingen haben, dann sollte das auch einmal ausprobiert werden. Da wir von Metzingen 24 uns alle nicht getraut haben, suchten wir unter unseren Followern jemand, der das in einer einstündigen, kostenlosen Sitzung mit Hilde zusammen testet. 21 Personen unter euch haben sich angeboten, diese Stunde zur Stressreduktion für uns wahrzunehmen. Am Ende entschied das Los und nun sind wir gespannt darauf, was uns in 2 Wochen von diesem Erlebnis berichtet wird. Das war es für diesen Monat aus dem Metzingen 24 Fokusstudio. Wir bedanken uns alle fürs Einschalten und wünschen unseren Zuschauern alles Gute. Bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Metzingen 24 Fokus. Ich bin Dunja Schenk, bis zum nächsten Mal.